Moin Moin ihr bärtigen Ladies und herzlich willkommen zurück bei Starbound zusammen mit der Chaos Crew von Dr. Sayers, mit dem Baron, dem Södern und dem Gamer Neighbor. Grüße! Anstrengende Tage liegen hinter uns, weil drei von uns vieren waren ja auf der Gamescom und einer war in Suicide Squad 4D. Yeah! immerhin auch etwas. Ja, ja. Ist doch gar nicht so schlecht. Aber wir haben uns wieder ausgepennt und sind demnach erholt, um jetzt ordentlich Starbound spielen zu können, wa? Richtig. Auf jeden. Ja. Was schleicht sich hier in unsere Base? Ach ja, stimmt. Oh Mann, ey, haufenweise viel. Ey, krass. Ey, krass, Alter. So, und ich kann mir jetzt endlich eine Rüstung bauen, nachdem ich jetzt ganz auffällig die Anmerkung bekommen habe, es muss doch auch eine Iron-Rüstung geben. Ach ja, die ist ja direkt unter Tungsten. Was für ein Zufall. Tja, du kannst dir jetzt eine Rüstung craften. Ich muss jetzt erstmal was fressen. Iron Bar? Habe ich nicht gerade ganz viele Iron Bars aufgehoben? Bevor hier Sachen kaputt gehen. Nein, das ist Silver Bar. Ich Genius. Oh, ich brauche Cobblestone. Nein, da wollte ich nicht ran. Wie ist der Plan? Du willst jetzt erst noch eine Rüstung craften, ne? Ja, und dann kommen wir direkt... ...progressieren. Weil hier gibt es auf dem Planeten tatsächlich keinen Tungsten. Das ist ein bisschen blöd. Ich finde das halt cool, dass die Rüstung des Menschen, zumindest die Rüstung, die aus Tungsten ist, sieht aus wie die vom Marinos Alien. Echt? Ich hab mir den letzten Eisendinger genommen. Ja, mach mal. Ich habe mir vielleicht auch zu viel genommen. Ich kann auch welche abdrücken. Ja, ich baue hier erstmal eine neue Tür hin. Ja, ich gucke erstmal, ich brauche auch diese Plant Fibers. Oh, Plant Fibers habe ich noch welche gegeben. Und einen hübschen String. Ulala. So. Alter, String kann ich tausende von Millionen machen. Ey. No, was fehlt mir denn hierfür? So, jetzt haben wir natürlich ein paar Wurfsperre nachlegen. Ja. Ich habe übrigens eine Pickaxe gefunden. Eine Copper-Pickaxe. Hat zufällig... Was kann ich mit der anfangen? Mit der baust du halt schneller Materialien ab. Dafür wird der bald auch kaputt. Er hat zufällig einer irgendwie Woven Fabric oder wie das heißt. Ja, kann ich welches machen, warte. Ja, das wäre ganz nett, da fehlt mir irgendwie, ich glaube, ein, zwei oder vier. Ich lese jetzt auch mal die Blueprint, die ich noch gefunden habe. Ja. So, jetzt kann ich auch noch Miner Store herstellen. Was ist das? Emergency Lockdown. A message sent by Lethia Corporation in the event of an... Ach cool, da kann man Irgendeiner ist am Verhungern? Ja, das hattest du mir schon rausgegeben? Ja, du hast gerade eingesammelt. Ich brauche aber noch drei. Ja, warte, ich kann dir 85 machen. Ja, 85, okay, ich dachte ja irgendwie ein bisschen. Ja, ich habe jetzt mal 10 gemacht. Dunkel, ich mache mich mal heller. Zu haben, ne? Ja, wie gesagt, tatsächlich habe ich die gar nicht rausgelegt. Warte mal, sag mal da stehen, wo du bist. So. Hätte. Ja, eins hast du mir, glaube ich, gegeben. Echt, nur eins? Ja, nur eins. jetzt dürften es alle sein. Ja, sorry, jetzt ist es mehr als genug. Rechte Maustaste gemacht, ja. Dankeschön. Wenn du rechte Maustaste machst, dann haut er dir wirklich nur eins raus. Craft. So, jetzt hier. Oh, der rüstet das sogar sofort aus. Irgendjemand hungert wieder. Ich nicht. Ja, diesmal bin ich. Mein Geld. Gibt's hier keine Das mit dem Hunger finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, weil wir es gerade hatten. Vor der Aufnahme diskutiert, ob wir vielleicht den Survival Mode ausschalten sollen, aber ich finde jetzt, es geht eigentlich. Wenn man sich ein bisschen länger auf die Mission vorbereiten. Richtig, also und mit dem Garten, den wir haben, halt immer mal wieder gießen und wenn man dran vorbeikommt, mal ernten und wieder anpflanzen und dann geht es eigentlich schon. Hat jemand noch keine Hosen? Ich habe jetzt Hosen übrig. Die Stats haben. Ich bin komplett gerüstet. Okay, ich bin auch gerüstet. Ich bin jetzt ein super krasser Marine. Ob ich überhaupt Menschenkleidung tragen kann? Ja, du kannst eigentlich alles tragen. Okay. Kannst wahrscheinlich nur für dich ein bisschen. Sieht wahrscheinlich nur von der Rüstung her anders aus. Ich glaube auch, dass es einfach einen anderen Skin hat. Ich bin jetzt ein super krasser Marine. LOL, tatsächlich. Aliens! Cool, überall Aliens, wo ist Ripley? Ja, sieht ganz anders aus. Ripley! Ja, ich hab ja auch meine coole Feder. Ja, wie schaut jetzt der Plan aus? Ja, also wir müssen zurück zum Dingens. Oben rechts haben wir doch eigentlich Missionsfeld. Welche Missionen müssen wir da auswählen? Oder sollten wir auswählen? Diese Scan Objects to learn more about the Outpost, die geht aber recht schnell eigentlich. Ja, okay. Das würde ich sagen, wir müssen halt zum Outpost und das dann machen. Ich muss mir jetzt kurz mal noch Speere craften hier.
Oh, ich muss mein Schiff überhaupt noch reparieren. Wir hatten ja in der letzten Folge. Ich muss noch mal kurz zum Outpost. Ich habe gerade zum Outpost. Ach so geht das. Ich war im Gebäude. Wir müssen sowieso zum Outpost. Ja, weil wir in der letzten Folge Wildern und ich die Kristalle nicht mitgenommen hatten. Ach so, ja. Stimmt. Da haben wir ja dann doppelt den Boss gemacht. Richtig. Und dann habe ich noch gar nicht das Schiff reparieren lassen. Ja, ich beam mich jetzt schon mal zum Outpost und fange die Mission an. Das ist nicht wirklich weiter spannend. Du musst eigentlich nur irgendwie direkt aus deinem Outpost. Ja. Hier wird jetzt gerade repariert. Ich folge dir aber. Sonst bin ich hier irgendwie. Oh, meine Fresse. Also, wie komme ich zum Outpost? Ach ja, stimmt. Ja, ich war ja. Wohin müssen wir Dr. Sayers? Ich folge ihm. Du musst einfach nur diese Lupe auswählen. Bei deinem Werkzeug, ne? Oben. Und dann siehst du so ja grüne Objekte manchmal und die musst du halt scannen und das ist eigentlich im Prinzip die Aufgabe. Es ist halt noch immer so ein bisschen Tutorial-Mode. Da wird jetzt hier frisch am Aufbau. Ich finde aber, ach da die Lupe, um was muss ich damit? Dieses Bekonde? Da leuchten doch dann die Objekte so, ne? Ach so, ja, ich sehe es, okay. Und auf die Grünen musst du halt aufdrücken. Ja, ich habe jetzt eh gerade erst den Quest abgeschlossen. Würde das musst du auch noch machen, oder? Also nee, bei mir steht schon Return to the Shipyard, Captain and the Outpost. Wow. Ja, du musst dann echt dein Schiff noch reparieren, glaube ich, oder? Ja. Dann muss ich mein Schiff auch noch reparieren? Ach so, nee, geht ja gar nicht. Ich habe gar keine Fragments. Jo. Nee, du hast doch, komm mal mit. Weil ich bin doch gestorben. Als wir den Boss bekämpft haben? Zum Ende hin? Da hast du ja auch beim Traktor-Ding da was geholt, oder nicht? Beim Traktor hast du doch auch das Zeug rausgeholt. Bohrer. Ja, genau, diesen. Genau, und einen da. Und dann musst du jetzt hier mit dem einen Typen reden, mit den Pinguinen. Der müsste dir bei dir so ein Quest-Symbol haben. Fragezeichen, ja? Ja. Ist alles, was. Ist alles, was ich da anklicken muss in der Base oder auch etwas außerhalb noch, Olli? Unten ist noch so ein Pinguin-Dingens, da musst du jetzt noch hin. Unten, okay, ich. Ja, cool. Und der Shipyard ist auch. Mal auf, so mal, okay, also mal Post irgendwo. Und dann musst du zurück zu der Alten und genau. Die gibt dir dann, den Quest mit dem Objekte scannen. Bei dem ich jetzt auch gerade unterwegs bin. Ach ja, ganz unten, genau. Ja, genau, du musst da runter. Und da ist dann die Pinguin-Bar. Da, wo du schon den Quest angenommen hattest. Mhm. Aua. Nach unten, sagt ihr? Nee, du nicht, ich meinte den Basti. Wilder, du musst jetzt zurück zu der Alten, bei der du gerade warst. Die ist ganz rechts da, ne? Die ist ganz rechts, genau. Die ist die Pansenfresse, liebevoll genannt von Wildern. Ja. Wo sind die Aliens? Wo ist Reply? Marines! Oh, ich hab Hunger, fällt mir gerade auf. Ich piepse noch nicht, gibt's doch gar nicht. Oh, ich hab mir schön ein paar Äpfel reingedrückt. Ein paar Äpfel. Au. Ja, und ich sollte vielleicht mal wieder Salbe auswählen. In die Schnellauswahl. Ja, das ist ein guter Plan. Ich muss jetzt auch mal zu Alden, wenn mein Quest jetzt beendet. Bei mir noch nicht ganz. Ich muss hier noch Mülleimer untersuchen. Es geht. Scan Objects. Nur Scan die Grüne Objects. In Helmut, ne? Ja, dann nimmst du oben in der Leiste die Lupe und in der Spacebar. Ich habe erstmal den Müll untersucht. Und in der Spacebar gehst du dann so über Sachen rüber. Man muss ja wissen, was die Leute hier so wegschmeißen. Mann. Ja, meine Güte, das hat mich jetzt wie viel länger gebraucht? Ich weiß nicht, wenn du da alle Mülleimer untersuchst. Ja, wenn du gerade zurückgehst, um den Quest abzugeben und ich mir den Quest erst holen musste, dann bin ich, glaube ich, gar nicht so lange hinterher. War jetzt auch nicht böse gemeint. Fand's nur lustig. Ja, vielleicht interessiert mich, was andere Leute wegschmeißen. Tech-Card. Such dir selber ein Hobby. Okay, ich mach mir immer hoch zur Base. Weißt du, wenn ich aus Mülleimern leben muss, bei meinem mickrigen Gehalt, ja? Sachen verschauen. Ja, muss ich echt alles scannen, was so blau ist? Nee, so grün ist. Sie sind ein bisschen verteilt so in der. Ach shit, du bist ja farbenblind, ne? Ja. Also mach einfach alles mögliche an Gebäude.
Ja, was also da so. Die... Ich weiß ja, dass ihr nach unten gegangen seid. Hey, ja, einmal unten die Pinguinbar, dann auch draußen bei diesem Tracker da mit seinen Pinguins, da muss er auch. Dead muss er auch, hatte ich gerade nicht noch irgendwo Iron Bars? Die will ich beiseite legen, genau. Alles hier mal beiseite. Gen Objects to find Florin. Hab ich Florin hiervon Clues. Genug? Genau, jetzt müssen wir Florin Ob Clues finden, aber das machen wir alles zusammen dann. Okay. Ne, 3 von 12, 3 von 3. Also das ist zum Wasser. Oh, auf. Scheiße. 3 von 6, 3 von 8. Naja, dann packe ich die erstmal noch beiseite. Packe ich die Generatoren erstmal noch beiseite, Junge. Junge. Was habt ihr danach vor? Wollt ihr danach in diese Schneewelt, wo ich gerade bin? Aber nee, die war die Mission, die wir jetzt angenommen. Den Pinguin-Quest. Ja. Hast du gerade den Pinguin-Quest gemacht? Ja, angenommen, so wie ich. Der ist ultra hart, ey. Ja, da denn... brauchst du viel bessere Ausrüstung, ey. Den glaube ich, komme ich mal wieder. Zurück. Das ist der Quest aus der Beta, ne? Das ist der. Oder aus der Alpha mit diesem Raumschiff, mit dem voll von Pinguinen. Ja, keine Ahnung, gucken wir mal, machen wir so Nebenquests, bevor wir mehr von der alten machen, ne? Copper Bars. Ja, lass mal den nächsten Quest noch machen mit den Florence, da kommen wir auf den Planeten, wo es bessere Artefakte gibt und so. Artefakte! Dann müssen wir das. Ich setz mich mal hier hin. Ne, ich setz mich hier. Also ich hab hier alles gescannt, ey. Ja, wo bist du? Bist du das da, der Vogel? Ja. Ja, warte mal, dann komm mal mit, dann kann ich dir. Also einmal, was ich weiß, ist der Typ hier, den hast du. Wo er hier so sitzt, der hier. Genau der. Das hast du mit der Lupe. Reihe, die ganze Reihe an den Objekten war, glaub, oder? Ja, genau, nee. Das habe ich alles. Ja, das hast du, dann komm mal mit. Wie weit ist denn der Balken bei dir? Fehlt noch einer, oder was? Dann die Olle hier noch. Ach so, das ist so ein Balken. Entweder ist der ganz leer oder ganz voll. Dann gelb. Wird er wohl ganz voll sein, ne? Ja, wenn du ganz gelb bist. Dann. Oh, achso, nö, dann habe ich noch gar nichts. Okay. Also, hey, ich hätte das doch alles gescannt. Dann hat er immer gesagt, das ist hierfür, das ist da. Ja, aber die Lupe. Also mit der Lupe dann über dem alten hier, über den hier. Genau dieses Gebäude hier. Ja, ich bin doch mit der Lupe da drüber. Ja, und hast du gescannt mit und draufklicken. Mit E, ne? Ja, einfach nee, mit Mausklick. Einfach mit. Okay. Ja, okay. Ich habe immer E gedrückt, tolle Wurst. So, und dann halt die alte hier noch. Boah, Alter, mein Nachbar quatscht schon wieder rum die ganze Zeit. Ja, die alte Musse. Die Hunde zum Bellen. Alter, was ist das für ein Typ? Ja, er würde dann die alte. Ist das LOL! Dann halt hier unten noch im Keller die Pinguinbar, wo du warst. Was hat er zu erzählen? Aber bring dich nicht um. The Rainbow Rogues. Ich warte da oben auf dich. LOL, der hat voll einen geilen Umhang, ich will den auch. Bring den um! Ja, kannst du leider nicht umgehen. Alter, der Rainbow-Umhang ist ja mal richtig geil. Ach fuck, bei mir ist Fleisch verrottet, ey. Shit. So, genau, kannst direkt weiter nach oben hüpfen. Ich glaube, hier war so ein Computer-Dings-Gedöns oder so von dem hier. Mach mal einfach alles. Diesen Tech-Automaten musst du auch scannen. Und den Froschmann oben musst du auch scannen. Ja, den Bären musst du auch scannen hier. Den Design-Automaten hier, glaube ich, auch. Hier links. Den Bären da auch. Und dann hier links. Ja, hier oben den Frosch und dann direkt runter springen. Ja, den Frosch muss er auch. Ja. Und dann das hier unten, den Automaten noch. Und dann musst du nur mal in den Keller. Ja, im Keller war er jetzt gerade schon. Aber draußen vom Eingang oder nicht, musst du ja noch was machen, oder? Schade, einen muss noch geben. Ich glaube, hier draußen vom Eingang das Gebäude war das, oder nicht? Nee, ich glaube es nicht. Was ich weiß Tankstelle da. Tankstelle, ja. Ja, kannst du mal probieren. Ja. Also ich habe eh alles gescannt. Auf Nummer sicher gehen. Ansonsten weiß ich gerade auch nicht, was dir noch fehlen könnte. Ich weiß nur, dass ich glaube ich auf unsere Homebase muss, weil ich muss mir wieder Lebensmittel... Ey, die Lebensmittel gehen so schnell down, ne? Du kannst dir vor allem was zu essen kaufen, ne? Hier bei der Tanke. Dafür soll ich Geld ausgeben! Das ist halt eine Tanke, ne? Ich bin ein Gott. So teuer sind die eigentlich. Dann kriege ich wahrscheinlich Space-Hämorrhoiden oder so, ey. So wie bei Spaceballs, also so ein Alien-Ei in deiner Brust. Ja. Hello, my baby! Hello, my darling! Dann würdest du die Finger von Müsli lassen. Entschuldigung. Ja. Ich hab... Müsli, miam, miam, miam. Red Apple. 20. Red Dead Redemption. Oh, da würde ich so gerne... Alter, hier laufen Freaks rum, ey. Geil. Ja. So, ja, lass mal. Bist du fertig, Müller? Ich suche immer noch irgendwas, was ich scannen muss. Ein Teil fehlt noch. Warst du unten schon bei der Pinguinbar?
Ja. Die Blume flirtet mit der Raupe. Und sonst das Gebäude hier in der Mitte mit dem mit der Pflanze oben drauf. Ist auch nochmal so ein Kaufding hier. Ah, scheiße, jetzt weiß ich halt auch nicht mehr, was das war. Ja. Was ich alles gescannt hab. Renn einfach rum und klick auf wild auf alles rum. Ja, das mach ich gerade. Irgendwann ist das richtig. Also hier unten, das hier hast du auch. Diesen Terramat? Ja. Ja, hab ich. Achso, okay. Alter, ich kann ja mehr Granaten schießen, als ich schießen kann. Hast du unendlich von diesen Bomben? Nee, es sind Mario-Bomben! Nee, hab ich nicht unendlich. Hab ich nur noch zwei. Also. Chill mal hier ein bisschen in der Spacebar. Ich grade mal kurz meinen Upgrader ab hier. So, mein Upgrader, mein Manipulator. Ja, da fehlt mir leider noch ein bisschen und Wasser will ich nicht unbedingt sammeln. Doch, das ist voll geil, weil da kannst du ja auch Gift und Lava und so einen Scheiß sammeln. Das ist voll. Ja, ich hatte meins ja beim letzten Mal verloren. Dann soll ich das vielleicht tun. Dann auf zum Hauptquartier. Auch Dingens, ne? Hier. Treibstoff. Ja, habe ich ja schon gekauft. Da ich ja, kannst du, musst du aber. Kannst du dir viel Geld sparen? Wie viel braucht man da? Drei Treibstoff. Ja, um was? Was? Drei Treibstoff. Ich wie viel Treibstoff braucht man, um irgendwo hinzukommen? Maximal 500. Boah! Okay, ich glaube, da gebe ich gleich noch ein bisschen Geld aus. Ja. Bevor ihr das Geld verliert, geht's auf jeden Fall für Treibstoff aus, jetzt noch am Anfang. So, dann rüste ich mal hier aus. Upgrade! Ja, gut, ich kann 180 Treibstoff nochmal kaufen. Ja, das reicht schon. Jetzt kann ich Wasser machen. Es kann, und wie kann sieht's auch probieren, beim... Ob's reicht, wenn einer fliegt. Ja. Wödern aus. Ja, dann würde ich aber Bastis Schiff da lassen, wo es ist. Ja, dann kommt zu meinem Schiff. Ihr könnt die Planeten übrigens auch bookmarken, ne? Ach, ich blick da noch gar nicht durch. Beam to Ship. Boah, was für ein geiles Schiff, ey. Dafür, dass du ein scheiß Affe bist, ey. Forest und Gentle Stars. Ich hatte die Liste jetzt voll, wenn wir zu der Oma jetzt solche wieder irgendwas scannen, ey. Scan Object, ja, das ist unsere aktuelle Mission. Also ja, teleportiere dich dann jetzt zum Olli. Genau. Oder zu mir, ich bin auch auf seinem Schiff. Und nimm das Ding jetzt auseinander. Ihr sagt ja alle, ich brauche Treibstoff, ne? Aber ich hab Naja, die haben da jetzt einfach nur so gequatscht, weil das ein paar Idioten sind. Was ist wir, oder was? Ja, Olli, ey. Also Idiot mit 35 Stunden Spielzeit in diesem Spiel. Natürlich! Ich hab's. Guck mal, ich bin ein Marine, ja, du hast mir sogar euch einen Affe. Wenn wir Ripley suchen, dann aber nur auf mein Kommando hier. Ich bin Major Hicks. Kann ich hier aus dem Drive Move? Können wir dich dann töten? Get to the chopper! So, jetzt seid ihr bereit für den Hyperraumsprung? Ja! Oder let's go! Oh mein Gott, mir wird schlecht. Ich glaube, mir wird schlecht. Boah, ich glaube, mir geht's nicht gut. Ich leuchte so komisch. Hey, oh fuck, das ist mir zu schnell. Ich werd's egal. Oh nein! Haltet euch fest! Wow. Umschalten auf wahnsinnige Geschwindigkeit. Das ist nicht nur ein Raumschiff, das ist ein Transformer. Ja. Schnell alle vor den Cockpit. Hier, das ist der aus Bravestar. Ich kapsel euch aus. Was ist das? Ich kapsel euch ab und spring das Cockpit aus. Das ist der Ramrod von Power Rangers oder wie? Ja, genau. Der Ramrod ist von Dings hier. Ah, wie heißen die jetzt noch? Saber Rider. Ja, das stimmt, war die Saber Rider, stimmt. Saber Rider. Hab ich leider. Ich war bei Bravestar gerade. So, wir sind gleich da. Sind wir bald da? Ja. Ich muss mal. Mann, das war mal ein langer Flug. Dafür, ich glaube, wir sind sogar bei eurer Kultur hier, bei diesen Florence. Ja, Florence sind doch die Blumen. Cass und Floyd. Irgendjemand okay, hindert. Alle runter. Wir nehmen keine Gefangenen. Alle umbringen, die euch vor die Quere, also in die Quere kommen. Ja, genau. Das Credo der Menschen. Wir sind hier, um Ordnung und Gerechtigkeit und Freiheit zu bringen. So voll die Space Marines, Alter, mit unserem geilen Angriff. Ja. Alle vier teleportieren sich auf einmal in den Planeten rein. Frosch! Ja, warte, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich bin falsch. Okay, ich muss immer noch mal zu den anderen. Scheiße. Erstmal klauen. So, hier bin ich. Ja. Das wollte ich gerade. Einheimische stirbt. Aua, Gift. Ihr könnt die Frösche für umbringen, ne? Bringt aber nichts. Und da könnt ihr jetzt Sumpfwasser hier aufsammeln. Müsste eigentlich gehen. Ja. Die looten schon die ganze Zeit. Ich muss ja erstmal einen halben Monat Äpfel fressen, damit ich nicht
Was mit den Fröschen sind die? Ja, okay, sind nicht gut. Hab ich die jetzt gekriegt? Nee, ne? Okay, ich geh mal in die andere Richtung. Mit dir ja schon 10 Kilometer. Seid ihr nach links gelaufen? Ja, ich bin nach links gegangen. Dann lasst uns beide nach rechts gehen. Ich komm denen entgegen. Ja, weil die haben da schon wahrscheinlich schon alles gelootet und wir kriegen da nichts mehr. Ja, man kennt die ja, ne? Ja. Ha, meins. Damit es dann am Ende ganz großzügig sagen kann. Hey, hier ist eine Karotte. Oh, nimm mit. Ja, wir finden irgendwelche Disc-Chips und was weiß ich nicht und die voll den Scheiß, Karotte. Krass. Wir finden Disc-Chips. Und geile Karotte, Alter. Alter, ich hab da einfach mal so einen Lamborghini gefunden. Was haben die? Einen Roller. So, aber ich sag's ja mal wieder nur ungern. Was? Time's up oder was? Ja. Wir sind doch gerade erst angekommen. Aber ich will wissen, was hier los ist. Ja, aber dann in der nächsten Folge. Ja. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Jo, haut rein, ihr Lieben. Ja, tschüss. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.